Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Vorab muss ich kurz ergänzen, ich komme aus dem hintersten Teil Bayerns. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, bayerisch und ein bisschen Hochdeutsch. Ich kann leider kein Schweizerdeutsch. Ich habe mir gedacht, den Vortrag halte ich halb in Bayerisch, halb in Deutsch. Dann verstehen Sie zumindest 50% davon. Ich habe ein Thema heute, das mit Sicherheit bei Ihnen genauso interessant ist, und zwar das Thema Leckortung, Leck- oder Leckageortung mit Thermografie. Egal, wie Sie das Kind nennen möchten. Meine Funktion im VATH ist, ich bin eigentlich der deutsche Michael, wenn man so möchte. Ich bin der Vizepräsident, sagt man bei euch, glaube ich, der stellvertretende Vorsitzende und bin in Deutschland für den Bereich Normung zuständig aus VATH-Sicht. Ansonsten denke ich, haben wir die gleichen Ziele verbandstechnisch. Wir möchten die Qualität in der Thermografie bzw. allgemein in der Qualitätssicherung im Bauwesen hochhalten. Und deswegen freue ich mich besonders, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Über was möchte ich mit Ihnen heute sprechen? Über Leckortung. Es gibt unterschiedlichste Leckortungsmedien. Ich denke, jeder hat da so seine eigenen Tricks parat. Ich bin ganz ehrlich ein Fan von zwei Leckortungsmedien. Zum einen einfach von der Hand, Handfläche. Wenn Sie ausreichend Erfahrung haben, denken Sie an eine Mutter, die Temperatur einer Flüssigkeit prüft. Dann ist das ein wunderbares Leckortungsmedium. Ein bayerischer Kollege von mir, der hat, ist mir haarmäßig einige Zeit voraus, der hält gern seine Platte an Fensteranschlüsse und sagt, es geht nichts besser oder funktioniert nichts besser. Ganz egal, ob Sie eine Feder, einen Staubpüschel nehmen, ob Sie mit Anemometrie arbeiten, egal ob thermisch oder mechanisch, spielt eigentlich keine Rolle. Prüfrauch, was es nicht so gibt. Alles hat Vor- und Nachteile. Ich möchte heute mit Ihnen aber über ein Leckortungsmedium sprechen, und zwar die Thermografie. Diese bunten Bilder, eingangs, als ich hier reinkam, steht auf eurem Roll-Up, hier steht es auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und genau das ist aus meiner Sicht der schlagende Vorteil der Thermografie. Man kann wunderbar dokumentieren, visualisieren, wo es zieht, wo Luftbewegung stattfindet. Wir können eben mit Thermografie nicht nur ganz klassisch Wärmebrücken detektieren, Orten darstellen, irgendwelche Schimmelpilzuntersuchungen aufgrund Mindestwärmeschutzunterschreitung oder Ähnlichem durchführen, sondern ganz wichtig, Thermografie ist ein wunderbares Medium zur Leckortung. Was hierbei aber natürlich zu beachten ist, damit wir eben keine Fehleinschätzungen treffen und vielleicht Wärmebrücken als Leckstellen oder umgekehrt darstellen, sollten wir bei so einer Leckortung immer erstmal ein Thermogramm der zu untersuchenden Gebäudehülle oder der Stelle bei Normaldruck, also bei natürlichen Druckdifferenzen, aufzeichnen. Das ist ganz wichtig. Im Vergleich dazu zeige ich Ihnen nämlich jetzt ein Unterdruckthermogramm. Bei klassisch macht man ja gerne so diese 50 Pascal in der Richtung. Dort sieht man dann schön, im Vergleich, wie eben sich solche dynamischen, ich nenne es einfach mal Luftleckstellen, dynamische Leckstellen, dynamische Wärmebrücken, wie die sich verändern, wenn wir im Unterdruck sowas thermografieren. Wo das auch ganz wichtig ist, ist bei der Bewertung, Klaus Vogel hat primäre, sekundäre und tertiäre Leckstellen oder Leckagen genannt. Wir können mit Thermografie eventuell sogar ein bisschen mehr rauskitzeln, als nur zu wissen, hier ist irgendeine Strömung, hier ist ein Volumenstrom, hier zieht es. Wir können mit Thermografie vielleicht sogar sagen, okay, hier haben wir, man sieht es schön in der Ecke, hier haben wir vielleicht eine primäre Leckstelle, aber das, was hier auf der linken Seite rumgezogen wird, das, was vielleicht augenscheinlich teilweise wärmer dargestellt wird, das kann auch eine sekundäre Leckstelle sein, eine sekundäre Leckage, wie man so sagt. Die Thermografie kann uns vielleicht, und ich denke, hier wird das ganz schön sichtbar, auch zeigen, was im Bauteil passiert. Das, was Sie hier sehen, ist ein Unterdruckthermogramm, wieder bei ca. minus 50 Pascal, bei dem man sieht, was in der Dämmung passiert. Das ist eine klassische Ständerkonstruktion, in Trockenbauweise erstellt. Und man sieht hier, denke ich, ganz genau das Abkühlungsverhalten. Und irgendwo in diesem Bereich muss auch eine, wahrscheinlich primäre Leckstelle vorhanden sein. Ansonsten würden wir nicht Kaltluft hier nach innen ziehen. Die Thermografie eignet sich also wunderbar, um Leckortung zu betreiben.
Was sind denn so die Vorteile, um das mal an den Punkt zu bringen? Naja, ganz klar, gute Visualisierungsdokumentationsmöglichkeiten. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Großflächige Untersuchung ist möglich. Das heißt, ich kann in relativ kurzer Zeit große Flächen untersuchen. Und nicht nur große Flächen, sondern ich kann vielleicht auch aufgrund der berührungslosen Messung auf größere Distanzen messen. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch, wir hatten es gerade bei großen Gebäuden, so eine 5-6 Meter entfernte Leckstelle detektieren, die ich mit dem Thermoanemometer, mit meiner Handplatte Staubwedel wahrscheinlich nicht erreichen würde. Oder mit großem Aufwand, Gerüst, Hubsteiger etc. Ortung und Darstellung verdeckt liegender Leckstellen. Ja, da ist sehr viel Erfahrung dazu notwendig und es klappt nicht immer, das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Damit man verdeckt liegende Leckstellen, also verdeckt liegen, also quasi Primärleckstellen, die vielleicht hinter einer Gipskartonschale oder ähnlichem liegen, darstellen kann, da brauchen Sie Know-how, eine gute Kamera und Glück. Anders kann man es nicht sagen. Es funktioniert aber, wenn man weiß, was man tut und wenn man ausreichend Zeit mitbringt. Viele Thermografen machen im Zuge der thermischen Leckortung einen Fehler. Sie stellen sich hin, drücken ab, machen das Null-Thermogramm bei natürlicher Druckdifferenz, dann drehen sie irgendwo auf 30, 50, 70 Pascal, whatever, auf und nach 30 Sekunden machen sie wieder Klack. Schauen die Bilder an und sagen, da ist nichts. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit. Das heißt, viele der Leckstellen, die kommen vielleicht erst nach 1, 2, 3, 5 oder vielleicht erst nach 10 Minuten. Das heißt, wenn wir solche Querschnitte oder solche vor allem verdeckt liegenden Leckstellen darstellen möchten oder Leckagen darstellen möchten, dann müssen wir uns unter Umständen schon mal für so eine Sequenz hier 5 Minuten oder 10 Minuten Zeit nehmen. Ganz ehrlich, wenn Sie eine vernünftige Leckortung in so einem Raum machen, in so einem Technikraum, brauchen Sie mindestens genauso lang mit anderen Medien. Ja, wir können, und das möchte ich Ihnen im Anschluss gleich zeigen, natürlich auch mehr rauskitzeln. Wir können aus der Thermografie oder aus diesem Thermogramm Daten entnehmen und können weiter, vor allem digital, Auswertungen vornehmen. Wenn ich meine Hand irgendwann an eine Leckstelle halte, dann weiß ich, okay, da ist eine Leckstelle. Das war's aber dann. Ja-Nein-Prinzip, 1-0. Hier kann man ein bisschen was rauskitzeln. Naja, es gibt nicht nur Vorteile, sondern Thermografie kostet halt mehr als die kostenlose Hand, als ein Rauchstäbchen, als ein Papier oder Staubpüschel. Zu den Kosten muss ich ganz ehrlich sagen, man muss nicht überall Thermografie einsetzen, nicht in jeder Situation zur Leckortung. Aber gerade wenn es wirklich um schadensträchtige Bauteile geht, um vielleicht hinter Strömungen oder Ähnliches, gerade im Holzbau, im Trockenbau, da ist es ein wunderbares Medium und dort treten die Kosten dieser Kameratechnik, PC, was auch immer, deutlich in den Hintergrund. Naja, und da wir Temperaturdifferenzen aufgrund, also wir messen ja passiv aufgrund eines Temperaturunterschieds zwischen Innen und Außen oder von Raum 1 zu Raum 2 messen, brauchen wir halt Temperaturdifferenzen. Was schätzen Sie, wie viel Delta T brauchen wir denn zur thermischen Leckortung, dass die gut funktioniert? Wir sagen ja, ich glaube, das in der Schweiz genauso 15 Kelvin oder 10 bis 15 Kelvin für Wärmebrückenthermografie, klassische. Was haben wir bei der Leckortung? 5, ich möchte Ihnen ein paar Bilder zeigen, da sind wir bei 0,5, bei einem Grad, also bei einem Kelvin Delta T. Schauen Sie sich doch mal diese Ecke an. Ich hoffe, Sie können das über den Beamer gut erkennen. Das ist ein Thermogramm bei Normaldruck, natürliche Druckdifferenz, klassisch so eine Dachschrägen, eine Trempelsituation. Und jetzt das Thermogramm dazu bei 50 Pascal nach circa 3 Minuten, nennen wir es mal Einwirkzeit oder Anregung. Wir reden ja jetzt eigentlich von, naja, aktiver Thermografie mehr oder weniger. Dort sehen wir schon, okay, es passiert hier was in dem Bereich, aber so ganz genau können wir nicht erkennen. Wir wissen, da verändert sich was. Das würden wir mit unserer Hand oder mit einem anderen Medium auch spüren. Wenn wir aber eine Sequenzanalyse machen, subtrahieren, dann können wir genau feststellen, schau mal her, hier haben wir eine Abkühlung in diesem Bereich. Eine Abkühlung, wenn es jetzt draußen kühler ist, deutet das auf eine primäre Leckage hin, auf eine primäre Leckstelle.
Das, was wir hier links sehen, das sind höhere Temperaturen. Das heißt, das deutet in diesem Fall, weil hier so eine, irgendein Heizungsrohr oder ähnliches rumliegt, eher um eine, ja, eine sekundäre Leckstelle oder eine, irgendwo eine Luftströmung, die im Gebäude ist. Das heißt, aus diesem Thermogramm kann ich aufgrund der Darstellung durch diese pixelmäßige Subtraktion auch wirklich weitergehende Erkenntnisse bekommen und kann vielleicht sogar zwischen Primär und Sekundär, jetzt muss ich die Begriffe verwenden, Leckagen einfach ja, differenzierter betrachten. Schauen wir uns noch so ein Beispiel an. Klassisches System Fensteranschluss ist undicht. Klassisch Fenstereinbausituation. Das ist wieder das Thermogramm bei Normaldruck. Schauen wir uns das Ganze mal bei 6 Minuten oder nach 6 Minuten Einwirkungszeit an, bei minus 50 Pascal. Ja, da kann man schon ein bisschen was erkennen, aber so ganz genau nicht. Was man erkennen kann ist, dort oben ist anscheinend so eine Kassettendecke drüber. Und wenn man sich das hier anschaut, dort sieht man schon ganz leicht, okay, da passiert was. Sie sehen es auch und ich hoffe, Sie können das erkennen. Hier in der Glasscheibe, dort reflektiert quasi die Leckstelle, da müssen wir einen neuen Begriff einführen, eine reflektierte Leckstelle in einer Glasscheibe, die Kassettendecke. Wie kann man sowas schön darstellen? Ja, wieder durch Subtraktion. Also sprich, durch pixelweise Subtrahieren des Ganzen. Und dort können Sie dann feststellen, okay, wo ist denn die eigentliche Leckstelle in dem System? Die ist hier oben im Anschluss natürlich. Und hier, nur in diesem Bereich. Hier oben sieht so aus, wie wenn der gesamte Anschluss des Fensters ja nicht fachgerecht wäre. Nachdem man pixelweise subtrahiert hat, erkennt man, dass hier ein bisschen was ist. Und vor allem hier auf der rechten Seite. Das heißt, man kann durch weitergehende Bild- oder Signalverarbeitung wirklich hier Sachen rauskitzeln. Ein weiteres Beispiel, wieder Normaldruck plus 50 Pascal. Naja, bei 50 Pascal, Sie sehen schon ein bisschen was. Man kann hier ein bisschen was erkennen, so die klassischen Stellen, die man auch vermuten würde. Jetzt kommt's, wenn wir das Ganze wieder Bild subtrahieren, dort tauchen auf einmal wirklich hier hinter dieser Gipskartonplatte tauchen auf einmal wirklich Stellen auf und ich möchte Ihnen das in einer kurzen Sequenz, in einer klassischen Videosequenz aus Thermogrammen zeigen. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Sie sehen also, dort laufen quasi in Sequenz aufgenommene Thermogramme. Was sehen Sie? Nicht viel, ein bisschen was wahrscheinlich. Ein bisschen was. Schauen wir es uns nochmal an. Sie haben ganz kurz den Thermografen hier durchhüpfen sehen auf dem Thermogramm. Das geht leider manchmal nicht. Genau, Sie sehen wieder nur ein bisschen. Schauen wir uns das mal mit einer Sequenzanalyse an. Wieder quasi nur subtrahierte Aufnahmen. Gleiche Thermogramme, nur weiterverarbeitet. Und was sehen wir? Wir sehen am Schluss naja, verschiedene Leckstellen natürlich hier im Fensteranschlussbereich, hier an diesen Gipskartonanschlüssen. Aber was vor allem wichtig ist, Klaus, verdeckt liegende Leckstellen, sekundäre, primäre, irgendwas, was hinter einem Bauteil liegt. Schauen wir es uns nochmal an. Das kann man sich über einen Zeitraum von, jetzt kommen Sie, nach 4, 5 Minuten, jetzt kommen Sie raus, kann man sich das hier rauskitzeln. Das heißt, man kann mit einer Sequenzanalyse, mit weitergehender Bild- oder Signalbetrachtung, kann man noch viel, viel mehr aus Thermografie rausholen, wenn man zeitliche Faktoren beachtet. Und zwar bei geringsten Delta-Ts, wenn Sie sich das Bild anschauen. Wir haben hier eine Spreizung von 1,5 Grad in dem gesamten Thermogramm. Das ist also wirklich das ganze Jahr über einsetzbar. Ganz wichtig aber, das funktioniert natürlich nicht mit jeder Kamera. Und jetzt möchte ich zum zweiten Teil meines Vortrags kommen. Ja, es gibt ja mittlerweile Smartphone-ähnliche Kamerasysteme zum Aufstecken oder was auch immer, die mit Sicherheit ihre Grenzen haben. Ich möchte Ihnen gerne anhand eines Untersuchungsbeispiels zeigen, für welche ja, Untersuchungen verschiedene Kameras einfach geeignet sind. Ich habe hier 4, 5 Stück untersucht und möchte Ihnen grundsätzlich die 3 wichtigen Parameter zur Leckortung,
die an Thermografiesysteme gestellt werden, erstmal zeigen. Punkt 1 ist natürlich die Detektormatrix. Sie kriegen Kameras, die sind wahrscheinlich noch kleiner, 60x60 oder irgend sowas, Aufsteckteile fürs iPhone, bis hoch zu Megapixel-Kameras. Da draußen haben Sie heute eine gesehen. Was wir in unserem Bildschirm sehen auf der Kamera, das sieht eigentlich immer mehr oder weniger so aus. Schöne Bilder, gefotoshoppt, gepimpt, alles super. Wenn man sich aber mal ansieht, was denn die Kamera sieht, dann sieht das anders aus. Gerade bei Matrizen, die vielleicht nur 60x60, 80x80 oder ähnliches sind. Dort ist es so, dass auf einmal so ein Anschluss, so ein Detail, so eine Fensterecke, auf einmal ein Anteil, naja, Fensterstock, Rollladenschiene, vielleicht ein bisschen vom Sturz, ein bisschen was vom Außenputz und so weiter bekommt. Das heißt, was macht die Kamera mit? Die macht genau das. Innerhalb des Pixels, das ist ja ein physisches Medium, im Moment so irgendwo bei guten Kameras zwischen 12 µ und 17, 18 µ groß. Also verdammt klein, das ist thermisch, das sind Bolometerkameras. Das heißt, hier funktioniert was? Eine Widerstandsänderung und auf einmal ist aus diesen ja, Mischtemperaturen eins geworden. Das ist Problem eins. Das heißt, wir können gerade, wenn wir Details auflösen wollen, Leckstellen, irgendwelche Risse, kleine Fugen, dann brauchen wir natürlich eine geeignete Kamera hinsichtlich der Matrize, Detektorgröße. Der zweite Punkt ist die thermische Auflösung. Die thermische Auflösung, Sie sehen hier zwei gleiche Thermogramme, also zwei Prüfobjekte, die mit zwei Kameras aufgenommen wurden. Einmal mit einer modernen Kamera, 30 Millikelvin und einmal, naja, nennen wir es mal Handtaschenformat. Ich denke, ich brauche zu den Unterschieden nicht großartig was sagen. Wo kommt das her? Naja, das ist nichts anderes als Elektrotechnik. Das ist ein Störsignal. Das ist einfach ein Rauschsignal, das hier vorhanden ist. Und je kleiner dieses Rauschsignal ist, desto sauberer kann ich auflösen. Das heißt, zweiter wichtiger Punkt neben den Detektoren ist die thermische Auflösung. Und das dritte ist natürlich, naja, ich habe eine gewisse Distanz zu meinem Objekt, zu meinem Prüfobjekt. Ich brauche also eine geometrische Auflösung, die zur Messaufgabe passt. Das heißt, Sie kennen alle das Prinzip, wenn ich hier so einen Messpunkt aufzeichnen möchte, dann muss das, was am Detektor abgebildet wird, ungefähr dieser Größe entsprechen. Idealerweise natürlich kleiner, sodass ich eben wirklich sauber pixelweise Temperaturen darstellen kann. Erinnern Sie sich an diesen Ausschnitt Fensterstock, Fensterrahmen. Wenn ich natürlich hier geometrische Auflösungen habe, in diesem Bereich, dann kommt so ein verschwommenes Bild raus. Das heißt, ich habe irgendwelche gemittelten, aufgrund Geometrie gemittelten Mischtemperaturen. Naja, eine Aussage zu Leckortung. Da wäre ich sehr vorsichtig. Okay, wir sehen hier, da ist es irgendwo kühler als an anderen Stellen. Ganz ehrlich, da brauche ich keine Thermografie. Solche Sachen, die finde ich wahrscheinlich in einem Meter davor stehend einfach im Vorbeigehen. Ja, wir haben in Deutschland eine Broschüre vom VATH herausgegeben. Dort haben wir aufgrund dieser Versuche eben Erfahrungen zusammengetragen. Und dort ist es so, dass für die Aufgabe Ortung von Luftleckagen bei Blower-Door-Tests oder bei Differenzdruckmessungen das Detektorformat aufgrund von Umfragen als sehr wichtig eingeschätzt wurde. Die thermische Auflösung als sehr wichtig und die geometrische genauso als sehr wichtig. Zeitlich spielt für uns eine untergeordnete Rolle, ob wir jetzt da 3 Minuten länger brauchen oder nicht für die Ortung, sekundär. Wechseloptiken, naja, jeder, der mal thermografiert hat in engen Räumen, der weiß, mit dem Weitwinkel komme ich halt einfach besser klar als mit irgendeinem 23, 25 Grad Objektiv, wo ich dann vielleicht nur begrenzt aufnehmen kann oder etlich viele Einzelaufnahmen brauche, damit ich Flächen abbilden kann. Okay, ich habe hier ein Prüfobjekt. Das ist eine einfache Kunststoffplatte, in die ich verschiedene Leckstellen eingebaut habe. Zum einen wollte ich mal ganz klassische Bohrungen untersuchen, sprich Bohrungen 2, 3, 4, 5, 6 bis 10 mm. Ich habe so einen Rollladengurtauslass einfach mal montiert hier. Dann so ein Downlight oder so ein Spotlight, klassische Schalter-Steckdosen-Kombination. Und dann habe ich hier diese Platte geschlitzt und eine Dampfbremse mit einem 100 Meter SD-Wert, Bremse mit
einem Schnitt, also mit einem Cutter quasi als Leckstelle simuliert. Ich habe eine Fensterfolie, ist eine klassische Abdichtungsfolie, auch mit einem Schnitt dargestellt. Dann wollte ich wissen, was können diese Kombibänder? Und zwar nicht die für außen schlagregendicht, sondern die Luft- oder anscheinend luftdichten Kombibänder. Hab die mit einer Fehlstelle eingebaut, Sie sehen gleich mehr dazu. Und hier unten, ich weiß nicht, sagen Sie dazu, Hybridfuge, ist das eine Hybridfuge? Genau, bei uns heißt das Silikongeschmier. Quasi eine Silikonfuge oder ähnliches oder Acrylfuge, eine Hybridfuge, die mit Fehlstellen verursacht wurde, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Ich habe nicht 5, sondern 6 Kameras untersucht mit unterschiedlichen Parametern in einer Preisspanne von circa so im unteren dreistelligen Bereich bis zu den Profikameras hoch. Naja, und schauen wir uns doch mal die erste Kamera an. Das ist jetzt ein Kameramodell in einer Distanz von 3 Meter hier aufgezeichnet, das Thermogramm, mit 30 Millikelvin, also das ist schon eine Profikamera, und 0,68 Millirad geometrische Auflösung und so ein klassischer 640x480 Detektor. Ich würde mal sagen, das ist so ein Stand der Technik heute irgendwo. Naja, und wenn Sie sich das Thermogramm ansehen, bei einem Differenzdruck natürlich hier wieder aufgezeichnet, ich denke, da kann man ganz klar erkennen, zum einen die Bohrungen, sie erinnern sich 2 bis 10 Millimeter, dieser Gurtauslass, ein Downlight oder Spot, die Leckstellen kann man eigentlich alle klar und deutlich erkennen. Und hier sehen Sie das, was ich vorhin gemeint habe mit geschlitzt, und zwar mit Schnitt, Dampfbremse mit Schnitt, Folie mit Schnitt. Ich habe hier die Hälfte jeweils der Leckstellen habe ich einfach perforiert, das heißt hier eingeschnitten und diese Kombiband-Fehlstelle, die habe ich mit so Unterlegglötzen, Glaserglötze, sagt man bei uns dazu, einfach mit so Distanzglötzen, die ich eingeschoben habe, perforiert. Und naja, die Silikonfuge, dort habe ich ein bisschen Staub vorher drauf gehauen und habe dann quasi drüber silikoniert. Naja, und was man hier sieht, ist, mit dieser Kamera findet man wirklich nach kürzester Zeit einfach saubere Luftdurchgänge. Naja, insofern haben wir uns ein Bewertungsschema überlegt, thermische Auflösung, NETD, ja, ist in Ordnung auf jeden Fall. Geometrische Auflösung, IFOF, auf jeden Fall in Ordnung und die Pixelanzahl auch. Also das ist eine Kamera, mit der kann man wunderbar Leckortung betreiben. Jetzt ist die Frage, muss jeder 30.000 Euro oder in irgendwas dieser Preisspanne investieren, um mit Thermografie Leckortung zu betreiben? Nein, muss er nicht. Sie sehen eine weitere Kamera, 320x240 Pixel, ebenfalls Stand der Technik. Sie haben ja in der Schweiz eine Empfehlung oder eine Vorgabe zur Kameratechnik. In Deutschland ist die ähnlich. Dort sagt man auch, also 100 Millikelvin sollte die ein NETD haben und 320x240 Pixel. Das heißt, das ist eine vernünftige Kamera, eine vernünftige Baukamera. Das ist vielleicht nicht mehr ganz Stand der Technik. Die hat es vor 10 Jahren ungefähr gegeben. Aber es ist eine vernünftige Kamera. Ich arbeite nach wie vor auch gerne mit so einer im Baubereich. Und wenn Sie das Thermogramm ansehen, dann funktioniert Leckortung hier wunderbar. Wir kriegen vielleicht nicht ganz so scharfe Bilder oder scharfe Thermogramme, aber um auswerten zu können und nur um das geht's, sind wir, denke ich, hier genau im richtigen Bereich unterwegs. Schwieriger wird es dann schon und jetzt kommen wir natürlich preismäßig schon wirklich von so 30 über 15.000 in den unteren vierstelligen Bereich und naja, da tun wir uns dann schon schwer. Wir können mit so einer Kamera 140x140 Pixel, auch wenn sie noch die Anforderungen an 100 Millikelvin NETD erfüllt, da können wir zwar Leckortung betreiben, aber es wird schon schwierig. Also es geht nicht mehr so schnell zum einen und Sie müssen sehr detailliert und wirklich mit Erfahrung arbeiten. Und wenn Sie das können, dann würden Sie mit der Kamera wieder nicht arbeiten. Das ist eine Kamera, so eine klassische Revolver- oder Akkuschrauber-Style. Die funktioniert noch grenzwertig. Wie sie funktioniert ist, das ist die gleiche Kamera, wenn Sie einfach näher ans Objekt gehen. Das heißt, thermische Eigenschaft ist ausreichend. Die 140x140 Pixel, mein Gott, um so eine Dampfbremse qualitätszusichern in einem Dachboden, da funktioniert das. Aber ich kann halt vielleicht nicht 3 Meter Entfernung wählen, sondern ich muss einfach näher rangehen, um die geometrische oder die ja eher schlechtere geometrische Auflösung zu kompensieren. Und dann funktioniert das Ganze doch.
Jetzt sind wir allerdings in einem Bereich dann, Sie sehen 60 x 60 Pixel, 0,15 Kelvin, thermische Auflösung, 3,7 Millirad, da sind wir in einem Bereich, geometrisch funktioniert es ganz knapp noch, aber aufgrund der Pixelanzahl, 60 x 60, das ist wirklich so iPhone-Kategorie und der thermischen Auflösung, die nicht mehr ausreicht, da sehen wir noch verschwommene Dinge. Aber ob das eine Wärmebrücke, ob das einfach ein Materialwechsel ist, ob das Lecks sind oder ähnliches, können wir hier nicht mehr beurteilen. Naja, und so geht es weiter. Andersrum bei so einer Kamera hier mit 80x60 ein Modell. Dort reicht zwar die thermische Auflösung wieder, aber die geometrische ist einfach zu schlecht. Und hier in der Entfernung von 3 Metern, das ist schon mehr Schätzen oder auf gut Glück zaubern, damit man hier Leckstellen oder Ähnliches erkennt. Naja, und jetzt sind wir fast im unteren Bereich. Also es funktioniert noch besser, wenn Sie näher hingehen, aber im unteren Bereich, manche von Ihnen kennen das, was hier abgebildet ist. Nun ja, es ist augenscheinlich ein besseres Bild als das, was wir vorher gesehen haben. Aber warum? Das ist nur eine Überlagerung mit einem visuellen Bild. Das heißt, hier ist einfach ein visuelles Bild, also im Wellenlängenbereich unseres Sehfeldes ist hier, sind hier die Kanten quasi scharf dargestellt. Nur deshalb ist es augenscheinlich ein besseres Bild. Die Industrie, ich kann Ihnen leider nicht das Thermogramm ohne diese Kanten zeigen, die Industrie lässt es hier nicht zu, dass man es ausblendet. Die werden wissen, warum. Ich würde qualitativ zwischen dem und dem hier keinen Unterschied machen. Das ist einfach nicht interessant. Auch wenn Sie hier 1,5 Meter weggehen, naja, okay, da sehen Sie vielleicht noch, okay, aufgrund, da ist ein Lichtschalter, ich habe Erfahrung, ich weiß, durch Lichtschalter zieht es gerne mal durch. Okay, ja, dort ist vielleicht ein Leck oder ist kein Leck, aber mehr wird es nicht. Also ganz klare Empfehlung deshalb, und da, das deckt sich jetzt mit den Empfehlungen, die Sie im Schweizer Verband genauso haben an die Gerätetechnik, mit 320er-Systemen, 320x240 oder 640, 480, alles was so in diese Richtung ist und nach oben geht, da können Sie uneingeschränkt auch Leckartung machen. Das sind vernünftige Kameras, die eignen sich einfach nicht nur um Wärmebrücken oder klassische Bauthermografie-Dienstleistungen zu machen, sondern mit denen können Sie ja wirklich arbeiten. Und ein weiterer Vorteil ist, die Thermogramme sind so gut, dass Sie auch wirklich Softwareanalysen, also weitere Sequenzen rausziehen können. Das können Sie aus so kleinen Dingen häufig nicht. Die in der Zeile 3, das Modell 3 dargestellt, eignet sich eingeschränkt. Das ist die Kamera gewesen mit 140-140, wenn Sie nah genug hingehen, dann kann man damit was anfangen. Wirtschaftlich in der Praxis draußen ist es allerdings nicht relevant. Naja, und dann die kleinen Kameras, die jetzt so im Bereich wahrscheinlich um die 300 bis 800 oder bis 1000 Euro liegen, da können Sie einfach Leckortung guten Gewissens nicht machen. Weder als Messdienstleister noch als Sachverständiger. Wenn Sie dazu mehr wissen möchten, wir sind ja euer Partnerverband. Ihr dürft gerne zu uns auf die Homepage gucken. Dort findet ihr einiges an Ergebnissen oder eine Mail schicken. Wenn Interesse besteht, dann kann man hierzu auch mehr kommunizieren, austauschen. Es gibt hier auf jeden Fall von unserer Seite eine offene Tür. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Danke für die Aufmerksamkeit.